Willkommen zu einem riesen Paket-Unboxing. Der Karton ist übelst riesig und das soll nur 8,4 Kilo sein. Ich bin mal gespannt. Alena ist auch am Start und obendrauf liegt er sehr löblich. Diese bunte Mischung für Herr und Hund erfüllt nicht alle, aber viele Wünsche. Wünsche euch viel Spaß damit. Jo. Den wir mal haben bei dem riesen Karton. So, erstmal hier 1000 Kilo Zeitung. Wow, hat er auch voll gepackt hier. Voll gepackt. Erstmal hier 1000 Kilo Zeitung mit. So, wir fangen an mit dem Unboxing. So, eine 5-Minuten-Terrine, Gulaschtopf. Okay, das gibt es hier auch, das ist nichts Neues für mich. Mal gucken, ob der Platz hier reicht auf dem Tisch. Dann haben wir was für die Alena, guck mal, guck mal. Wir haben mal wieder die Chevy Sticks mit Chicken. Die sind sehr cool für Alena. Dann kommt hier das nächste für die Alena. Ah, wieder diese Leberwurst-Dinger, oder? Hähnchen, ach, mit Holunderbeere. Oh, was ganz Neues für die Alena. Was Neues für dich, mein Schatz. Was Neues für dich. Dann kommen hier nochmal Leckerlis für die Alena. Sehr cool. Ja, für dich, mein Schatz. Für dich. Was ganz Neues. Ach nee, das sind diese Bacon-Dinger. Das ist richtig cool. Die werden aber schnell hart, weil die kann man nicht wieder verschließen, die Tüte. Dann kommt was für den Papa. Knorr, Pasta, Snack, Käse, Kräutersoße. Aha. Das Ganze sieht so aus. Oh, ist was Neues für mich. Komm, Alena. Hier kommen noch zwei Sachen für dich. Einmal die Shaving Chips und einmal weiche Hühnerstücke. Guck. Zweimal was für dich. So, dann kommt noch was für den Papa. Ah, auch nichts Neues. Spaghetti Bolognese. Du haust ab, okay. So, dann kommen hier. Oh, nee. Schwäbische Knusperbrezel. Also vom schwäbischen Essen bin ich erstmal geheilt. Dann kommt hier. Oh. Socks, Snacks. Popcorn mit Meersalz. Sehr cool. Salzig ist immer gut. Salzig ist immer gut. So, dann sieht es aus, als ob hier jetzt ein Hobel rauskommt. Oh ja, ein Hobel. Und zwar das Löwenbräu Oktoberfestbier. Das ist, glaube ich, was Neues. 6,1% Alkohol. Wasser, Gerstmalz und Hopfen. Und Hopfenextrakt. Achso, könnt ihr gar nicht lesen. Ja, blendet ein bisschen. Egal. Das ist ein neuer Test. So, Kartons und Kartons sind alle. Jetzt kommen noch mehr Hobel. Ich freue mich. Ich habe nämlich keine Hobel mehr. So, dann kommt jetzt hier, was besonders gut eingepackt ist. Was besonders eingepackt ist. Und zwar haben wir. Ui, das hat Pada auch gekriegt. Das Schnitzel Baumer Export Hell. Das ist ein neues bayerisches Export. 5,2%. Wasser, Gerstmalz, Hopfen und Ingrid. Achso, das ausländisch. Okay, mehr ist da nicht drin. Wasser, Gerstmalz und Hopfen. Das lässt hoffen, dass das nicht so bayerisch schmeckt. Na, das schauen wir mal. So. Mach mal. Oh, kommt eine Bügelflasche raus. Ich habe hier schon wieder tonnenweise, oh je, Zeitung. Moritz Fiege Bernstein. Das ist auf jeden Fall ein neuer Testhobe. Ich hoffe, es ist keine Hefe drin. Wo stehen denn die Zutaten? Ach da. Brauwasser, Gerstmalz, Hopfen. Sehr gut, keine Hefe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann kommt jetzt hier der nächste Hobel. Oh, eine Dose.
Eine Dose, das ist nichts Neues, das kennt man. Feltins V plus Kuruba mit Tequila Flavor, ja. Gibt's hier in der 0,33 Liter Flasche, sehr cool. So, dann kommen wir jetzt hier zum nächsten Hobel. Na komm raus. Aha. Ja, das fällt hier alles runter. Ein neuer Testhobel, Paulaner Münchner Hell. Münchner Oktoberfestbier. Mahlzeit. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Okay. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Das ist auf jeden Fall ein neuer Testhobel. Jetzt sieht es aus, als ob hier noch vier Hobel kommen. Das ist meine Bude mal aufrollen, Alter. So, der fällt hier schon fast raus. Ich sehe schon. Ach, ich schmeiß das in den Karton. Dicke E, das Geilste, was es überhaupt gibt. So. Kommen jetzt hier noch drei Sachen. Ich sehe schon. Oh, Alter. Mit scheiß Gummi. Komm los. So. Dicker E, das geht gleich in TK, aber ich habe Durst. So, dann kommen jetzt hier der vorletzte Hobel. Oh, der fällt schon raus, fast. Ah, sehr cool. Das ist auch kein neuer Testhobel. Diebels D-Mix, das schmeckt ja richtig geil. Ich weiß gar nicht, wo ich das hier alles hinstellen soll. So, der letzte Hobel, wie es aussieht. Oh, der fällt schon fast raus. Ah ja. Interessant. Störtebäcker Pilsner. Das kenne ich auch nicht. Das ist auch ein neuer Testhobel. So, dann machen wir jetzt hier mal eine grobe Übersicht. Also hier ein bisschen was zum Knabbern. Und Alena hat auch wieder fett abgestaubt. Hier 3x5 Minuten Tarine. So, hier Dicker E. Oktoberfestbier. Fiege. Wie ist das? Moritz Fege Bernstein, was Neues, und der neue bayerische Exporthobel, sehr cool. Ja, das war ja ein fettes Paket. Vielen Dank dafür.